weiße Fahne. Der erste Open-Sieg in der DTM, vielleicht sogar ein Doppel. Das gibt's ja so oft. Da geht jahrelang nichts und dann gibt's gleich einen Doppelerfolg. Letztes Jahr leere Hände, nichts. Dieses Jahr alles. Ludwig gewinnt für Opel sein erstes DTM-Rennen. Knapp vor Manuel Reuter, was ein Erfolg für die Rüsselsheimer zum rechten Zeitpunkt. Das sind Bilder, liebe Zuschauer, die gehen auch mir als Reporter unter die Haut.